Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play War Thunder Ground Forces und hier mit dem KV-1, dem ersten schweren Panzer, den man erreichen kann, und diesen will ich euch jetzt vorstellen. Was hat er? Er hat eine 7,6 cm Kanone, hat eine Turmpanzerung von 75, 75, 75 sowie die Wannenpanzerung von 75, 75 und 70. Es ist schon so ein kleiner Koloss hier auf diesem Schlachtfeld, aber ist ja auch wirklich gut genug. Und mit wem könnte man den vergleichen? Das ist jetzt hier die Frage. Und wie macht er sich im Gameplay? Also man merkt schon, so mobil ist er halt nicht. Die Frage ist ja, wie viel Beschüsse kann er überhaupt aushalten? Oder ist er auch ein leichtes Opfer? Das werden wir sehen. Aber irgendwie fühlt man sich ja auch irgendwo sicher, wenn man so einen dicken, schweren Panzer unterm Arsch hat. Hoffe ich zumindest. Oder werden wir doch Opfer von Fliegerbomben? Ja, und wenn man so in den Rängen 2 schauen tut, ist weit und breit auch kein deutscher Panzer in dem Moment, der als schwerer Panzer zählen könnte. Und deswegen ist ein Vergleich eher negativ. Tja, den haben wir schon mal ein bisschen überrascht. Von hinten. Mal Glück gehabt. Gucken, bin irgendwie gegen Felsen gefahren. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn erwischt.
erwischt haben wir ihn ja. Mal auf die Seeschlitze ballern. Oh, aber er hat uns erwischt. Der lädt lange nach. Ja, dumm gelaufen, aber so ist es. KV-1. Ja, wie man gesehen hat, war er nicht unbesiegbar. Also auch dieser schwere Panzer, der wirklich schon sehr schwer ist, ist nicht vor Beschuss und einem guten Treffer ganz unsterblich. Und die 7-6er ist noch nicht wirklich stark für so einen schweren Panzer. Braucht doch schon einige Treffer, um einen so einen kleinen Panzer auszuschalten. Der Feind liegt, die Angriffe, der ist.
Ja, KV gegen KV, das ist schon... Also die Ketten abgeschossen. Oh, noch ein Schuss da rein. Abgeprallt. Ja, aber es sieht man, die 7,6 cm reicht halt auch nicht aus, um effektiv schnell einen Panzer auszuschalten. Er kann einstecken. Wenn er nicht optimal getroffen wird, hat man ja gesehen. Dann dauert das schon ein bisschen länger. Von hier kann ich die Kanone nicht so tief senken. Ein bisschen die Position wechseln. Ja, es dauert alles etwas länger. Muss sich hier so in Bewegung setzen. Gut. Ja, aber dafür, wie gesagt, ist er einer der ersten schweren Panzer, den man erreichen kann in der Erforschung. Und man hat aber das Gefühl, ein bisschen sicher ist man doch in so einem Geschoss. Aber wie gesagt, auch der Vergleich, mit dem will man den vergleichen, weit und breit, ist noch kein deutscher Panzer zu sehen. Ja, so viel zum KV-1 und wir werden uns gleich wiedersehen mit dem Panzer, der ebenwürdig ist. Bis gleich. Jawohl und herzlich willkommen wieder zurück. Ups, was ist das denn? Der sieht doch genauso aus wie der KV-1. Ja. Das ist die KV-1 CIS-5. Sozusagen eine Verbesserung der KV-1 als schwerer Panzer mit einer 7,6 cm Kanone, die etwas länger ist und auf eine höhere Distanz die Möglichkeit hat, den Panzer zu durchschlagen. Ansonsten muss ich sagen, hat sich bei dem KV-1, bei der CIS-5 nichts verändert. Die Panzerung ist identisch. Die Wandpanzerung und die Turmpanzerung, alles gleich, außer die Kanone ist ein bisschen verbessert worden und mehr auch nicht. Schneller ist er auch nicht geworden. Es ist ein Ungetüm auf Ketten, aber für mich der einzige logische Vergleich momentan gegen den KV-1. Weil die deutschen Panzer waren in den Rängen 2 noch nicht so weit, um einen schweren Panzer zu stellen. Die sind bis jetzt alle nur bei den mittelschweren Panzer, die man erforschen kann. Also sah ich mir so, dass dieser Vergleich eigentlich nur unter diesen beiden Typen gegeben war.
kleines Sturmgeschütz. Da sieht man auch mal, die Kanone ist zwar verbessert worden, aber es mangelt hier immer noch an Durchschlag. Dauert auch noch lange zum Nachladen. Das ist auch nicht besser geworden. Aber er steckt halt ein. Die Frage ist natürlich, wie lange hält er durch? Oh, mein Geschützhaus beschädigt. Der Disk ist ja auch lustig. Wir müssen zurückziehen. Ja, ohne Geschütz ist das halt etwas schlechter. Kann man mich hier noch durch die Steine treffen? Das ist hier ein bisschen verpackt, glaube ich. Abwarten, dass sich hier vielleicht der Geschützturm wieder bewegt, dass man ihn aufschießen kann. Da es nicht wirklich aussieht. Leider immer noch nicht schießen. Ja, das ist dann halt bitter. Einstecken kann er, aber ich kann nicht ballern. Aber da sieht man mal, dass er doch einigermaßen Beschuss abhalten kann als schwerer Panzer.
Ja, wie gesagt, der Panzer ist eigentlich identisch der KV-1, nur das Geschütz wurde hier ein bisschen verbessert. Die Durchlasskraft ist noch nicht gegeben. Und mein Fazit ist eigentlich, er ist sehr unmobil und hat auch eine viel zu kleine Kanone für so einen großen, dicken, schweren Panzer. Er steckt zwar ein bisschen ein, wie so eine kleine Festung, wenn man natürlich optimal trifft, dann geht er auch down. Aber im Endeffekt, ich werde ihn jetzt mal hinstellen, euch nochmal zeigen. Lass uns mal ein bisschen beschießen. Wenn ja auf mich schießen. Aber wie gesagt, das war der eigentliche Vergleich eigentlich nur zwischen KV-1 und KV-CIS-5. Und wie gesagt, ich hoffe, das hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao, ciao.